Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, ein Altersheim. Und zwar in einem Heim, wo Künstler, deren Zeit lange vorbei ist, wohnen, leben und von Erfolgen zehren. Wir haben einen besucht und ich wünsche viel Spaß dabei, uns diesen Star mal anzusehen im Heim für alternde Künstler. Vergangen, vergessen, vorüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier live und original in dem Altersheim für alte Popstars. Ich möchte Ihnen einen Mann vorstellen, der hatte seine großen Erfolge in den 80ern mit seinem Partner. Der Partner blond, groß, wie sich's gehört in dem Geschäft. Er auch die Vitalität in Person. Wir erinnern uns an sein langes, schwarzes, wallendes Haar. Schauen Sie, was aus ihm geworden ist. Wir begrüßen sehr herzlich Thomas Anders, meine Damen und Herren. Herr Anders? Herr Anders? Guten Tag. Hallo. Hallo, ja. Schön, dass Sie noch die Zeit für uns gefunden haben. Ihr Kollege, da ist recht laut im Hintergrund. Ist immer, ja, immer dasselbe. Ja. Anders, Sie bekommen hier auf dem Kopfhörer, haben wir gehört, Applaus eingespielt, um noch mal so ein bisschen noch das Gefühl zu haben, ein gefragter Entertainer zu sein, wie seinerzeit. Ja, das machen die schon gern mal. Ja. Sommerröchen! Immer, wenn ich Besuch habe. Ja, er kann das auch nicht vergessen, dass er aus dem Showgeschäft kommt. Bekannter Mann übrigens, ich kenne ihn, das Gesicht habe ich schon gesehen. Herr Anders, zu Ihnen noch einmal kurz. Wir haben gehört von der Heimleitung, Sie sind ein ganz gewitzter Bursche und wissen da mit 10 Mark nochmal das Gefühl des Glücks zu erhöhen. Ja, das machen die 10 Mark, dann machen die so Bravo und Zugabe und so, das machen die gern. Ja. Na, dann sind wir froh, dass wirklich hier für Ihr Wohlbefinden gesorgt wird. Schönen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten, meine Damen und Herren. Das war's, das war live. Thomas Anders. Wir gehen zurück ins Studio.